Hallo, herzlich willkommen zurück zu Back to the Future, The Game, Episode 2, nächste Folge. Wir endeten letzte Folge hier, dass wir mit der netten Dame gesprochen haben und Emmett sein neuestes Experiment dazwischen gejagt hat. Und sind auf dem Weg in die Bar. Also in die Tenenbar wahrscheinlich. Und werden jetzt hoffentlich nicht nochmal angequatscht. Nee, okay, jetzt komme ich vorbei. Sehr schön. Jetzt frage ich mich nur noch, wo war denn mal die Bar? Ich glaube hier auf der anderen Straßenseite. Die Steuerung ist ein bisschen schwierig geworden gerade. Wo ist die Bar geblieben? Oh Mensch, wo ist die Bar? Okay, wo ist die Bar? Gar nicht. Stelle ich mich gerade blöd an oder finde ich die Bar einfach nur nicht? Ich glaube, ich finde die Bar nicht. Muss auf der anderen Seite sein. War das die Bar? Ne, neben dem Inferno. Wo ist das Inferno? Ach Gott. Okay, die Störung ist echt schwierig geworden gerade. Aber ich gucke jetzt mal, ob das die Bar ist, aber... Doc meinte, er sei dann hier. Wenn er den DeLorean versteckt hat. Ah, nee, da ist Doc. Ach, hier ist auch ein Inn. Oh, ich bin doch heute wieder. Okay. Auf der Suche nach die nach der Bar. Mein Deutsch ist auch wieder wunderbar heute. Hier muss die Bar sein. Müsste der Hintereingang der Bar. Ja, alles klar. Wer schickt dich? Dichter Nebel. Was hast du für mich mit? Mittagessen. Wie ist das Codewort? Wortklauberei mag ich überhaupt nicht. Okay. Das war sehr interessant. Und was wir hier machen können. Kisten mit Kohl. Ist wohl für die Suppe. Ja, Hauptsache schmeckt, ne? Hier direkt neben dem Müll. Igitt? Genau, Igitt. Igitt? Nein. Das geht hier nicht. Ist ein Insider. Tja. Ich meine, kann jetzt nur ein Zufall sein, aber mir ist doch aufgefallen. Wer gibt dir das Recht, hierher zu kommen? Was? Hierher zu kommen? Ach. Okay, es geht noch weiter. Okay, es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten mittlerweile. Ach, cool. Okay, also nicht mehr nur drei. Das heißt, man muss auch mal oft darauf achten, ob man hier Fältchen hat. Ganz ehrlich, mentale Eingebung. Mentale Eingebung? Was machst du, wenn ich dir ein Bein breche? Tja. Tun nichts verschwinden. Sekunde, ich überlege. Tolle Antwort. Mhm, alles klar. Luftsprünge, Beinbrechen. Nee, ist auch nicht wirklich. Ne? Ich würde sagen, Chefarzt Johnson. Jetzt ist die Frage, ist das noch, geht es nach Logik oder... Chefarzt Johnson ist das rufen? Wirklich das, was Wo ich bist du her? Denke? Also, ich habe jetzt das, was ich dachte, zweimal ausgewählt. Da müsste es irgendwas mit her anfangen. Da fängt nichts mit her an. Weil eigentlich dachte ich, bei dem anderen ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie immer der Satzanfang mit dem Satzende von dem Fragenden so überschnitten hat, so ein bisschen. Und das habe ich jetzt zweimal auch gemacht, nur das dritte Mal, wo bist du her? Fängt nichts mit her an, außer Harefield, und das wäre an den Haaren herbeigezogen. Harefield. Willkommen bei L-Kid. Echt jetzt? Oh nee, ne?
Geil. Okay. Klavier. Okay, er kann mittlerweile besser spielen als damals, das gebe ich zu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen wieder einmal die heißeste Nummer auf dieser Seite der Rockies zu präsentieren. Und wenn ich sage ein Vergnügen, dann wissen Sie schon, was ich meine, oder? Ein großes, L-Kid-mäßiges Willkommen für die eine, die einzige, Trixie Trotter. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. Aus dem Weg, Kleiner, ich muss meine Sorgen ertränken. I am my own superintendent, my star is on the ascendant. That's why I don't care, I don't care. Oh, die Augen sind genial. Die Augen sind echt genial. Grüne Augen. Wow. Sie ist keine Pat Benatar, aber nicht schlecht, nicht schlecht. Eigentlich wollte ich mir die Augen nochmal angucken. Ich mag die grünen Augen, ne? Aber... Tja, definitiv. Fand's gar nicht mal so schlecht, muss ich mal sagen. Wirklich nicht. Jetzt haben wir hier ganz viele Möglichkeiten zu quatschen. Was machen wir denn? Ach, dass der Polizist, der uns damals hat wegfahren sehen. Mein Gott. Der Deutsche ist halt wieder. Ha, cool. Karikaturen. Oh, da fehlt eins. Die Spitzmaus hat nicht tief genug gegraben. Okay. Schachbrett, Charlie. Vom Brett genommen. Wurde wohl geschlagen. Sieht aus, als würde bald noch jemand Teil von Tennants Ehrengalerie werden. Da habe ich aber nicht drauf geklickt. Sieht aus, als würde bald noch jemand Teil von Tennants Ehrengalerie werden. Okay, ich glaube, das dritte Foto kann man uns nicht angucken. Warum auch immer. Aber beim ersten Mal habe ich auch hier unten hingeklickt, da hat er es da oben genommen. Sieht ja echt arm aus, ne? Echt armselig aus. Ich glaube, dem spendiere ich mal einen Drink, wenn ich es kann. Mal gucken. Hey, ich kenne dich, du bist... Parker, Officer Danny Parker, Polizei von Hill Valley. Kennen wir uns irgendwo her? Nein. Setz dich hin, Fremder. Ich gebe dir einen aus. Genau, hör auf zu trinken. Darfst du denn im Dienst so viel trinken? Wahrscheinlich nicht, aber hier ist nicht geöffnet, wenn ich außer Dienst bin. Wie ich höre, hast du Probleme. Probleme? Kumpel, niemand hat solche Probleme wie ich. Willst du darüber reden? Ich will. Oder? Ja. Nein, ich will auch nicht. Hör zu. Alles begann, als dieses Auto... Every morning, every evening, hey, we got fun. Not much money, oh, but honey, hey, we got fun. Wuhu! Ja, was ist nun mit dem Problem? Ach, ich will nicht in Selbstmitleid versinken. Ich will hier, um fröhlich zu sein. Halleluja! Ja, Halleluja. Tja. Nochmal versuchen, ich versuche es mal. Nun, was die Probleme angeht. Probleme? Ha. Ich will über all das deprimierende Zeug nicht reden. Ich will feiern! Woo! Okay, er will definitiv feiern. Schnapp 10 wäre jetzt ein bisschen zu direkt, finde ich. Aber ich glaube, hör auf zu trinken, kommen wir nicht weiter. Von seinem Problem erzählt er auch nicht mehr. Schnapp 10. Ich glaube, da muss erst irgendwas anderes... Komm, wir versuchen. Solltest du 10 nicht verhaften? Wofür? Wegen des Betreibens einer illegalen Bar zum Beispiel. Also, ich mag die Bar. Also, wenn ich ihn verhafte, muss ich auch dich, mich und alle anderen hier verhaften. Hat er recht. Es ist zu viel Arbeit für einen einfachen Polizisten. Einfacher Polizist? Ja. Für einen besoffenen Polizist? Nee, also ich glaube, wir kommen ja nicht weiter. Ich glaube, solange die Sängerin davon... Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Musiziert und singt. Ich soll diesen Typen dazu bringen, Kit Tennant zu verhaften? Heute noch? Tja, heute noch, genau.
Mikrofon. Komm, sieh mal was. Way down in Louisiana, down in New Orleans. Vielleicht doch nicht. Hey! Echt ich jetzt? Bin hier fürs Singen zuständig. Schade. Ach Gott, tja. Was liegt denn da? I don't care. Das ist der Text von ihrem Song. I don't care. Aber ganz ehrlich, die Bar ist schön geworden. Also optisch. Das? I don't care. I don't care ist der Sex von ihrem Song, den haben wir gerade gehört. Trauriges Lied will ich jetzt nicht. Dann machen wir ein trauriges Lied drauf, weil... Er möchte ja nicht über deprimierende Sachen reden, weil er sich amüsieren will. Wenn man ein trauriges Lied hört, dann könnte doch eigentlich wieder so nach dem Motto, oh, ich schütte hier mein Herz aus, meine Sorgen aus. Heimes Lied, da gibt's noch mehr. Lustiges Lied. Ne, auf gar keinen Fall. Ne, trauriges Lied. Wird er traurig. You know, dear, that I'm in love with you. Every cloud must have a silver lining. Danny! Du! Mal gucken, ob es geht. Nun, was die Probleme angeht. Alles begann am 14. Juni. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs. Als plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein. Dann habe ich einen Zeugen verloren. Von dem armen Tölpel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann, zu allem Überfluss, ist mir ein 80-jähriger Brandstifter entwischt, als nicht ein, sondern zwei Weltraumautos auftauchten und ihn mir wegschnappten. Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Er wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachten, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Betty verlassen hat. Sie glaubt, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter Betty? Was? Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Der Zug ist abgefahren. Zum Teufel mit dir. Also. Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Ich glaube, das wollen wir gar nicht wissen, oder? Wobei, ich glaube, ich denke gerade in die falsche Richtung. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Wir fragen einfach mal nach. Es gibt ein Geheimnis? Welches? Ich sollte es dir nicht erzählen. Wenn ich so traurig bin, kann ich nicht klar denken. Natürlich nicht. Aber hör zu. Ja? Ich mag dich. Du bist mein neuer bester Freund. Okay, traurige Komm Musik später, ist nichts. Ich bin hier. Ich bin echt erstaunt, dass ich auf Anhieb das Richtige treffe dieses Mal. Also das letztes Mal habe ich ja ein bisschen suchen müssen. Zumindest in Episode 1. Hat ein Geheimnis und da gibt es ein geheimes Lied, ja. Manchmal ist es doch so einfach. Ja. Aber ganz ehrlich, bevor ich das mache, würde mich mal ganz kurz interessieren, wie sich das lustige Lied anhört. Ain't We Got Fun. Money, oh, but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear.
Ist das immer der gleiche Text? Kann das sein? Okay, I Don't Care haben wir gehört, das traurige Lied haben wir gehört, das geheime Lied mache ich gleich, das lustige Lied läuft gerade, das zornige Lied würde ich gerne mehr hören. Rage. Geil. Ich weiß nicht, ob ihr Rage kennt, das ist eine sehr schöne Band. News, it's rage. I'm overflowing. I've asked my doctor and psychiatrist too. They tell me that there's not a thing I can do. There's no consoling and there's no controlling this rage. Yeah. I'm overflowing with rage. Daytime, nighttime, anytime at all, I'm hotter than a radiator gauge. Okay, sehr schön. Also die Auswahl ist echt gut, die ist echt schön. Man ist auch sehr schön, dass man alle Lieder wirklich dann unterschiedlich hört. Und ich glaube, ich habe mich da bei dem Text geirrt. Ich glaube, ich hatte das erste Lied vorher schon gehört. Wobei, I Don't Care, ich vermute mal, das wird das gleiche Lied sein, wie das Whiskey-Lied immer. Gut, das geheime Lied. Dann gehen wir mal. Mal gucken, was der Polizist zu sagen hat. And 12 points goes to Trixie. Okay, sehr schön. Danny. Echt gut. Also da haben sie echt die schöne Auswahl getroffen, was die Songs angeht. Das muss ich mal sagen. Das ist richtig gut. So, mal gucken, was sein Geheimnis ist. Was das Geheimnis angeht. Oh ja, mein Geheimnis. Gut, du bist mein Freund, dir kann ich's ja sagen. Aber verrate es niemandem. Ich arbeite seit über einem Monat für Tennant. Was? Es ist wahr. Ich muss nur wegsehen, wenn Beweise vernichtet werden oder ein Laster voll Gin über die Bezirksgrenze kommt. Dann kümmert sich Tennant darum, dass ein paar Extrascheine in meine Lohntüte kommen. Gutes Geschäft, hä? Nein, kein gutes Geschäft. Ich hasse korrupte Bullen. Nein, kein gutes Geschäft. Wo ist das Problem? Die Leute müssen trinken, oder? Und solange niemand verletzt wird, warum sollte Daniel J. Parker nicht ein paar Mäuse dabei machen? Was ist mit Artie McFly? Was ist mit Trixie Trotter? Artie hat er verloren, wie gesagt, hat er selber gesagt gerade. Das wäre jetzt also schlecht, ihn darauf anzusprechen. Entweder ist es... Ich frage erst mal, was mit Trixie ist, weil eigentlich... Was ist mit Trixie Trotter? Sie würde Kit gern verlassen, aber sie weiß, was passiert, wenn sie das versucht. Armes Mädchen. Hängt bei so einem Verbrecher fest. Oh Gott, das war ein schrecklicher Fehler. Ich dachte, wenn ich ihr etwas Geld gebe, würde Betty mich zurückwollen. Wenn sie herausfindet, was ich getan habe, spricht sie nie wieder mit mir. Was habe ich getan? Komm schon, Danny, reiß dich zusammen. So schlimm ist es nicht. Nicht so schlimm? Ich bin ein korrupter Bulle, der seine einzige Chance auf wahre Liebe verspielt hat. Wieso ist das nicht so schlimm? Ich glaube, das dreht sich hier im Kreis. Da müssen wir, glaube ich, irgendwie ihn davon überzeugen, aufhören zu trinken. Diese Mengen an Alkohol sind deiner Gesundheit nicht zuträglich, weißt du? Wer bist du, meine Mutter? Eher dein zukünftiger Schwiegerenkel. Was? Ach, nichts.
Ja, genau, seine Tochter ist ja seine Freundin, eigentlich, die ja jetzt nicht da ist. Okay, aber wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich sehe nämlich schon, die Folge ist wieder um mit 20 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein paar Kommentare da. Könnt ihr mal sagen, wie euch die Musik von Trixie gefallen hat. Also ich fand die wunderbar. Ganz ehrlich, da haben sie eine richtig schöne Musik eingebaut. Ich mag ja sowas, ne? Ich mag ja sowas echt. Und die grünen Augen von ihr, boah, herrlich. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.